Dann schau doch mal, ob wir den Schlüssel hier anwenden können. Man benötigt wie immer nur das passende Werkzeug. So ist es und nix wie rein. Ups, eine Maus, aber dafür haben wir natürlich eine Mausefalle, die uns ja vielleicht dieses Viech vom Leibe hält in der Nacht. Naja, ist ein bisschen weit weg und wir warten einfach eine mal. Eine Whiskyflasche und dazu leer. Mein Gott, da muss ich ja richtig zugeschlagen haben. Ach ja, wir nehmen sie jetzt trotzdem mit. Vielleicht braucht sie ja noch irgendjemand. Und schauen mal in den Nachttisch. Eine Münze. Holla, was erblicken meine geldgeweiteten Augen? Ja, greifen wir uns doch. Und schon einkassiert. Wunderbar. Genau. Und jetzt sollten wir uns vielleicht doch noch mal kurz duschen. Weil nach so einem langen Tag... Ein Waschbecken aus dem Jahre 1730. Mhm. Und ein tolles Klo. Uah. Genau. Sieht nicht so einladend aus. Nicht wirklich. Wie ist es mit der Dusche? Diese Dusche sieht ja sehr funktionstüchtig aus. Na, dann sollten wir die vielleicht mal benutzen. Uah, ist das Wasser kalt. Das ging aber rapzap. Okay, das hier? Klo-Dingensbummens. Ein Pümpel. Und den nehmen wir uns für alle Fälle mit. Könnte ja als Waffe ganz nützlich sein. Eben, wer weiß, wozu das noch gut ist. So. Hier gibt es auch noch ein Fernsehgerät. Ein wahres Fenster zur Welt. Ja, können wir das denn auch benutzen? Da ist doch so ein Münzding. Ein Münzgerät. Da kann man was reinwerfen. Ja, eine Münze zum Beispiel, die man im Nachttisch gefunden hat. Machen wir das. Vielleicht gibt's ja was Scharfes im Fernsehen. Ja, was zum Einschlafen vielleicht. Fische, na toll, die können uns doch in den Schlaf singen, bringen, wie auch immer. Und dann legen wir uns hin. Ich wünsche euch eine schreckliche Nacht und mir einen gesunden Schlaf. Ja, wünschen wir euch auch. Na, und die Maus ist noch da. Ja, da diese Folge doch recht kurz ist, möchte ich ein paar kleine Gedanken zu diesem Spiel loswerden, das ich relativ unlogisch finde, weil normalerweise ergibt sich in Adventure Games ja schon aus der Intro, siehe King's Quest-Reihe, was der Protagonist oder die Protagonistin zu tun hat. In diesem Fall finde ich das eigentlich nicht so klar, bis auf die kurze Szene ganz am Anfang in der Intro im Autokino, gab es keinen Hinweis auf den Professor, der zwar immer wieder auftaucht, aber mit dem wir eigentlich nicht groß was anfangen können. Hilfreich war hingegen die Szene im Rathaus mit dem Sheriff. Und ich habe mich mal durch ein paar Walkthroughs gelesen. Da stand irgendwie immer drin, dass die eine der beiden Bordsteinschwalben einen Hinweis auf den Mexican Mosquito gibt. Ich habe nie einen bekommen, aber gut, sei es drum. Es gibt viele Dinge, die ich am ersten Tag getan habe, die ich auch hätte am zweiten Tag tun können, also ab der nächsten Folge. Aber wie ich schon sagte, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Es gibt viele Möglichkeiten, dieses Spiel durchzuspielen und ich denke, deshalb ist es auch ganz lustig und spannend und es macht auch doch einigen Spaß. Und nach diesem kurzen Exkurs verabschiede ich mich aus dieser Folge. Vielen Dank fürs Zugucken, bleibt dran und bis dann.